Ja, hallo Freunde der Spiegel und willkommen bei Frag den Imperator. Man merkt, ich habe zwei Fragen hintereinander aufgenommen, weil Balthasar immer noch auf meinem Schoß ist und mich frisst. Aber heute geht es darum, Balthasar darf sagen, was war dein Lieblingsbuch? Oder ist dein Lieblingsbuch? Ich muss dazu sagen, ich habe eine ganze Serie, die mein Lieblingsbuch ist, und zwar ist die Skydoggy Pleasant Serie. Darin geht es um einen Detektiv, sagen wir mal, der eigentlich ein Magier ist, aber durch einen Kampf irgendwo eigentlich seine Haut verloren hat, beziehungsweise das Fleisch an seinem Körper, und er halt nur noch als magisches Skelett weiterlebt. Das alles ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, ja, Fantasy-Bereich kann man es ansiedeln, aber halt mit der Realität verworren. Also es ist so aufgebaut, dass man halt sagt, ja, okay, es gibt halt die normale Welt und es gibt halt diese Magiewelt. Ist also so ein bisschen Harry Potter-like, ne? Man geht halt irgendwie durch das Gleis 3/4 und dann ist man halt in dieser Magiewelt. Und da lernt er halt seine Freundin kennen, Walküre Unruh nennt sie sich später. Und die wird dann auch magisch begabt letztendlich. Und dann drehen sich halt mehrere Geschichten um die beiden. Ist teilweise ein bisschen sehr brutal. Der Autor hat vorher immer so Horrorbücher geschrieben, hat aber dann so diese Jugend-Fantasy-Romanreihe geschrieben, die jetzt inzwischen, glaube ich, sogar 9 Bände hat. Und ist halt echt, ist angenehm, ist wirklich angenehm zu lesen, hat vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit, wie sie eigentlich verdient hätte. Ist aber, wenn ihr mal bei Amazon und so reinguckt, rezensionsmäßig, ist sie auch sehr gut bewertet und macht auch einfach Spaß zu lesen. Also mein Vater ist auch ein großer Fan von der Serie geworden und hat sich da auch nach und nach alle also reingesaugt in sich. Und ist vielleicht Harry Potter für ein bisschen ältere Kinder, sage ich mal. Also es ist schon ein bisschen härter teilweise. Und ich habe es wirklich mal durch Zufall entdeckt gehabt, als ich unterwegs war in der Stadt, und dann bin ich halt in die Mayrische Buchhandlung gegangen hier und habe so ein bisschen geschaut. Ich fand halt das Cover ansprechend, ja, so wie es bei den meisten Buchkäufen wirklich ist. Das Cover spricht an, ne, muss man sich sagen, so irgendwie YouTube-Thumbnails. Und dann guckt man sich das mal an und sagt, yeah! Ja, dann habe ich das wirklich innerhalb von 2, 3 Tagen gelesen und habe mir danach die ganzen Folgebänder gekauft, die es damals gab. Ich glaube, da war bis zu Band 4 schon alles raus, oder Band 3. Und seitdem hole ich mir wirklich jedes Band, was rauskommt. Und ist schon eine coole Reihe. So, falls ihr auch Fragen an mich habt, fragt den Imperator immer wieder gerne einfach in die Kommentare schreiben. Auch gerne zu dem Thema hier noch, wenn das ein bisschen ausgeschmückt werden sollte. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, frag den Imperator. Ich hoffe, man kann ihn jetzt mal sehen, weil irgendjemand hat mal gefragt, ob ich mal Balthasar zeigen kann in einem Video, wo man ihn noch erkennen kann. Hallo. Ach, kleiner Spatz. Er macht mich wahnsinnig. Aber er ist einfach so goldig.